Hey, willkommen, ich bin der Bergmann und ich begrüße euch zu einer fantastischen Folge Love Boat. Ein Spiel, das in dieselbe Kerbe schlägt wie Hearts Madison. Eine fantastische Videoreihe, die wir hier schon mal auf dem Kanal hatten. Playlist natürlich unten verlinkt. Heute führt es uns aber nicht in ein Krankenhaus, sondern auf ein Kreuzfahrtschiff. Und auf diesem Kreuzfahrtschiff wird eine Serie gedreht und wir sind Teil dieser Serie. Und was uns da für spannende Abenteuer erwarten, das schauen wir uns jetzt direkt mal an. Bergie, wir sind Bergie. Das ist so ein schöner Charaktername in so einer Serie. Auch ich bin gespannt, Alter. Das ist unser Schiff, Leute. Das ist unser Schiff. Guck mal, das ist sogar so eine Seagull. Love Boat. Oh, ich bin so im Urlaubsfeeling, Alter. Ich bin so im Urlaubsfeeling. Ich hab Bock, Alter. Ja, hallo. Sieh dir das nur an, Schwesterherz. Es ist gigantisch. Diese kleine Auszeit haben wir uns wirklich verdient. Na, ab aufs Schiff mit euch, Leute. Besonders nach all dem, was in letzter Zeit so passiert ist. Willkommen an Bord! Die Lobby ist hier entlang. Dort werden wir uns gleich um sie kümmern. Angela? Angela, warte auf mich! Was für ein toller Tag. Wunderbar. Bereit für eine weitere aufregende Kreuzfahrt auf dem Pazifik? Ja, moin. Guten Morgen, Captain. Lassen Sie sich die Haare schneiden. Alter. Julie, erinnere mich doch bitte daran, dass ich einen Termin beim Friseur mache. Mache einen Termin beim Friseur. Vielen Dank. Ich hätte fast vergessen, einen Termin beim Friseur zu machen. Ganz vergessen, wir sind ja schon in der Serie drin quasi. Es ist live aufgezeichnet vor Publikum. Wie läuft es mit den Passagieren? Es ist toll, wieder an Bord zu sein. Aber es gibt so viel zu tun. Brauchst du etwas Hilfe? Möchtest du das Tutorial spielen? Auf gar keinen Fall. Der Soundtrack ist wirklich, ist ein absolutes Träumchen. Oh, Alter. Oh, ich muss hier aber auch ran jetzt, Alter. So, hallo, Sie brauchen einen Schlüssel? Sehr gerne. Das ist hier immer so ein klassisches Point-and-Click-Ding. Noch ein Gläschen hier für die ankommenden Gäste. Herzlich willkommen auf dem Liebesboot. Alright, fortfahren. Oh, Alter, guck mal hier. Das ist unsere Route. Okay. Ganz entspannte Route, das ist doch mega. Eine neue Kreuzfahrt. Vor dem Ablegen muss noch so viel Papierkram erledigt werden. Sortiere alles vor dem Ablauf deiner Schicht. Das mache ich sehr gerne. Warum kommt das Intro nochmal? Egal, Alter. Love Boat. Alright. Goofer, ich sagte doch, dass Sie zum Friseur gehen sollen. Aber ich... Sie haben doch... Was? Bin ich ganz verstanden jetzt. Wähle ich mir das ein oder hat Captain Stubbing schlechte Laune? Er hat schlechte Laune. Diese Dialoge, Alter. Oscar verdächtig. Nun, ich denke, dass ich den Grund dafür kenne. Mr. und Mrs. Skorskdad sind dieses Mal mit an Bord. Und das ist schlimm, weil Mrs. Skorskdad hat gerade die ganze Kreuzfahrtgesellschaft gekauft. Es ist sein erster Besuch an Bord und er wird jede kleinste Kleinigkeit ganz genau überprüfen. Und wenn ihm nicht gefällt, was er sieht, dann kann er uns alle rausschmeißen. Kapitän Stubbing inklusive. Wir begeben uns, glaube ich, auf eine stürmische Seereise. Oh, scheiße, Alter. Ob da dann noch am Ende genug? Liebe bleibt auf dem Love Boat. Love Boat. Eine verwirrende Begegnung. Die Sonderbestellung von Stacy verlangt nach ein paar seltenen Zutaten. Mach dich besser schnell auf die Suche. Sie sollten jede Minute eintreffen. Oh, das Spiel beendet. Sie sollten jede Minute eintreffen. Moment mal, wenn Mr. Skorskdad der neue Besitzer ist, sollte dann der Kapitän nicht auch hier sein? Angeblich muss er sich um etwas Dringendes kümmern. Was auch immer das sein mag. Wie auch immer, er wird Sie sicher heute Abend beim Essen am Kapitänstisch sehen. Ach du... Oh, die sehen mega nach Stress aus. Ich brauche Ihre Hilfe nicht. Vielen Dank auch. Ach du dickes Ei, Alter. Wir sind Mr. und Mrs. Skorskdad. Mr. Skorskdad, wir haben Sie schon erwartet. Und Mrs. Skorskdad, es freut mich, Sie kennenzulernen. Dann seien Sie doch so gut, meine Liebe, und bringen Sie uns in einer halben Stunde ein Omelett aus versteinerten Seeigeleiern mit Planktonbutter und sonnengetrockneten Fleischtomaten in unsere Kabine. Bitte was? Oh, und ein Glas Orangensaft. Vielen Dank. Guck mal, er links hat auch so null Bock, der ist auch genervt von ihr. Das ist keine glückliche Ehe. Tut mir leid. Ihr macht, dass ihr wegkommt. Das wird ja eine lustige Fahrt.
Sammle die Zutaten für das Omelett aus Seeigeleiern zusammen. Sehr gerne. Aber erstmal nebenbei hier die jungen Ladies begrüßen. Ich begrüße euch recht herzlich auf dem Loveboat. Einen Schlüssel hättest du gerne, na klar. Und für die andere Dame das Kittenmagazin. Sehr gerne. So, viel Spaß und schönen Aufenthalt hier auf unserem Schiff. So, hallo da unten. Na, zwei Magazine und ein Glas Sekt. Kommt sofort. Und zwei Magazine, sehr gerne. Hier, bitte sehr. Ist ja auch geil, als sich zu unterhalten. So, wo muss ich jetzt das Omelett machen? Dann sind das hier die Zutaten. Das sind Äpfel. Ah ja, okay. Boah, der Hipster wird böse, Alter. Jetzt aber schnell. Boah, alle mega gestresst hier, Alter. Oh nein, es tut mir leid. Ich bin nicht so schnell. Das ist mein erster Tag hier. Jetzt gehen sie alle. Hallo. Oh, Abgeordneter Brokeway. Wir freuen uns sehr, dass Sie und Ihre Verlobte unser Schiff gewählt haben, um zu Ihrer Hochzeit in Ensenada zu reisen. Okay, jetzt muss ich nur noch diese sonnengetrockneten Tomaten finden. Entschuldigen Sie, gibt es hier an Bord einen Zeitungsladen? Ein Zeitungsladen? Sie haben Glück. Wir haben gerade einen hier in der Lobby eröffnet. Oh, und das ist die einzige Stelle an Bord, die Magazine verkauft? Ja, ist alles in Ordnung? Ganz wunderbar, ja. Alles ist in Ordnung. Absolut gar keine Probleme. Ich bin mir jetzt nur nicht ganz sicher, ob ich das glauben kann. Er sieht da oben auch schon so aus wie so ein Prügler, Alter. Das kann man nicht erzählen. Und du wirst erst mal gelacht. Na klar, häusliche Gewalt, Alter. Sind wir eigentlich schon unterwegs? Nee, irgendwie sind wir immer noch im Hafen, oder? Okay. Wissen Sie, vielleicht ist ja doch nicht alles ganz in Ordnung. Was Sie nicht sagen. Ich bin Sandy. Ich werde Brad, dem Abgeordneten Brokeway heiraten, wenn wir in Ensenada einlaufen. Aber zuerst muss ich dafür sorgen, dass er nicht ein bestimmtes Foto von mir in einem bestimmten Magazin zu Gesicht bekommt. Ach du... Warum? Welches Magazin denn? Kitten. Oh. Das Herrenmagazin? Das ist doch bestimmt ein tolles Foto. Es war vor langer Zeit und es wurde damals nie veröffentlicht. Aber als die Verleger herausfanden, dass ich Brad heiraten werde, er darf das nicht zu sehen bekommen. Auf jeden Fall nicht vor der Hochzeit. Ich kann das Risiko nicht eingehen. Aber Sandy, bitte, ich brauche deine Hilfe. Ich muss alle Magazine aufkaufen. Natürlich. Es ist nur, dass ich gerade etwas anderes erledigen muss. Bitte, es wird nur eine Sekunde Zeit in Anspruch nehmen. Oh Gott, da kommt der Alter. Sandy, Liebling. Ich muss los. Können wir uns in 5 Minuten wieder treffen? Einverstanden. Vielen Dank für deine Hilfe. Komm mit, Sandy. Ich zeig dir mal was hier an der Reling. Ah, ich hab solch einen Hunger. Ich hab dir doch gesagt, dass du das Frühstück nicht auslassen sollst. Ich weiß, aber... Omelette! Gufa, nein! Aber... Das ist für die Frau des neuen Besitzers bestimmt. Oh, aber Hunger... Na, vielleicht lehrt dich das in Zukunft ordentlich zu frühstücken. Ah, das ist schon funny hier alles. So, wir haben neue Produkte. Können ein bisschen Eis machen für die Gentlemen und Ladies hier. Gufa, pass mal auf jetzt. Ey, hör auf jetzt da rumzufummeln. Fass ja nicht Stacys Omelette an. Okay, jetzt muss ich ihm auch noch die ganze Zeit sagen, dass er die Finger lassen soll. Oh oh, er da oben, Alter. Oh oh. Komm, das krieg ich noch hin, 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 das krieg ich noch hin. Komm schnell. Oh Gott sei Dank, okay. Ich finde, er sieht nett aus hier. Er sieht richtig nett aus. Komm, das war's, oder? Easy. Oha, das Omelette, Leute, das Omelette. Was? Ihr Essen, Mrs. Gosted. Boah, mega lecker. Aber sich wieder mega gestresst. Was soll das? Ein Omelett aus versteinerten Seeigeleiern mit Planktonbutter und sonnengetrockneten Fleischtomaten. Das wäre ehrlich gesagt nicht gerade ein Standardgericht. Nein, ich meine, was ist das? Das hier ist völlig verkehrt. Ich sagte Orangensaft, nicht Apfelsaft. Oh, okay, nun, das ist kein Problem. An der Bar gibt es mehr als genug Orangensaft. Ich werde mich sofort auf den Weg machen und welchen besorgen. Ja, natürlich. Das wäre perfekt. Alles klar. Wenn das vor 15 Minuten geschehen wäre, wie ich es Ihnen gesagt hätte. Hey, lass dich nicht. Ach Mann. Die ist fies. Kapitän, möchten Sie das heutige Abendessen überprüfen, das wir am Kapitänstisch servieren werden? Ich bin mir sicher, dass alles bestens sein wird, Isaac. Unsere wichtigsten Gäste wurden bereits informiert. Und sie freuen sich darauf, den Kapitän endlich kennenzulernen. Alle? Nun, ich habe nur Mr. und Mrs. Gorstead noch nicht informiert. Ehrlich gesagt, muss ich dafür all meinen Mut zusammennehmen. Nun, das erledigen Sie besser schnell. Oder es wird eine Einladung zum Frühstück. Oh oh.
mag Brad da unten nicht. Ich bin wieder da, aber leider in Begleitung. Könntest du ihn kurz ablenken, während ich die Magazine besorge? Und wie in aller Welt soll ich das nur tun? Bitte, Julie, du musst mir helfen. Okay, okay, sammel du nur alle Magazine ein. Überlasse deinen Verlobten ruhig mir. Naja, du weißt schon, was ich meine. Miau! Oh, Abgeordneter Brockway. Es ist so schön, Sie endlich persönlich kennenzulernen. Ich bin ein großer Fan Ihrer, Reden? Können wir ein Foto machen? Oh, natürlich. Es ist immer schön, einen Fan zu treffen. Okay, lenke Brad von Sandy ab. Okay, das mache ich. Das peitschen wir jetzt noch durch hier. Was kann ich für dich tun? Komm, gib Gas. Schlüssel, das hätte ich wissen müssen. Immer ein Äuglein auf Brad. Oh, 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 er wird... Oh, er guckt sich um. Abgeordneter Brockway. Eine Speisekarte? Ungewöhnlich, aber nun gut. Okay, das war irgendwie sehr schnell jetzt. Komm schon, Sandy, komm schon. Oh Gott, er schaut sich wieder um. Also, Abgeordneter, wie läuft der Wahlkampf? Es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen, aber ich und mein Team sind sehr optimistisch. Alles klar, Alter. Der merkt gar nichts, ey. Wie wir ihn hier echt komplett verarschen. Oh, oh. Entschuldigung, können Sie mir vielleicht ein Autogramm auf die Postkarte geben? Ah, natürlich, aber nur wenn Sie versprechen, die hier nicht abschließend zu verkaufen. Hohoho, Alter, ganz schön abgehobenes A. Ich bin richtiger Pro-Gamer geworden hier, das kann man inzwischen nicht anders sagen. Guck mal, alle zufrieden hier, alle zufrieden. Alter, wir hätten fast perfekt geschafft. Nur noch eine Sache, Abgeordneter. Könnten Sie das bitte auch signieren? Meine Güte, Sie könnten ein Museum über mich eröffnen. Ich sollte jetzt wirklich meine Verlobte suchen. Ich stehe direkt hinter dir. Ich bin hier! Ich bin hier! Wir können jetzt gehen. Endlich. Ich meine, es war sehr nett, Sie zu treffen, Abgeordneter. Vielen Dank. Was für eine seltsame Frau. Oh, war deine Tasche vorhin auch schon so voll? Okay. Hallo? Entschuldigen Sie, ich habe Kabine A114. Und es wurde mir gesagt, dass ich meine Kabine mit einer anderen Person teilen werde. Aber das Schiff fährt bald los und meine Mitbewohnerin scheint noch nicht an Bord zu sein. Kabine A114? Es tut mir leid, aber sie hat leider noch nicht eingeschickt. Also, wenn sie nicht rechtzeitig hier ist, vielleicht muss ich dann einen der Herren dort fragen. Alter, die weiß genau, was sie will. All right. So, jetzt schauen wir noch kurz, wie es weitergeht. Oh, Alter. Wir sind unterwegs, oder? Digga, Party. Wo in aller Welt ist sie jetzt schon wieder? Huch, ich frag mich, was da los ist. Ist das dein Ernst? Das ist aber lieb von dir. Schwesterherz, ich habe auf dich gewartet. Ich dachte, dass du ganz dringend einmal ein bestimmtes Örtchen aufsuchen musstest. Nein, nein, das hast du völlig missverstanden. Ich habe an einem Spaßmangel gelitten. Aber die Jungs hier helfen mir, darüber hinwegzukommen. Ich hoffe, die Behandlung wirkt. Denn ich muss immer noch diese Taschen in unsere Kabine schaffen. Und ich will mich doch vor dem Ablegen noch von Patrick und den Kindern verabschieden. Komm schon, Schwesterlein, beruhig dich. Ich dachte, das schmeißt sie im Pool jetzt. Hätte ich cool gefunden. Na, Boys? Ha, ich wusste doch, dass du niemals ihre Telefonnummer bekommen würdest. Oh, oh, Alter! Leute, und das soll es gewesen sein. Wirklich, ich bin fix und fertig. Wir gehen jetzt gleich vom Bord. Ich muss noch ein bisschen was vorbereiten, muss den Pool noch reinigen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Und fantastischen Tag für euch. Und nicht vergessen, love is in the air. Gerade auf dem Loveboat. Macht's gut, tschüss. Euer Birgi.